Das ist Mom. Sag ihr einen Gruß von mir. Hi, Mom. Alan will dich sprechen. Hi, wie gefällt's dir in Dubai? Oh, du hast einen Lover, wie mich das freut. Ja, die können stark behaart sein. Ja, ich will die Details gar nicht wissen, solange es dich glücklich macht, Mom. Das ist dein Detail, Mom. Oh nein, deinem Haus geht's gut. Ich fahre jeden Tag nach der Arbeit da vorbei. Ja, deshalb bin ich auch der gute Sohn. Ja, viel Spaß mit Hamid. Das war wieder ein Detail, Mom. Ja, dann sehen wir uns morgen. Okay, bis dann. Du warst nicht einmal in ihrem Haus, stimmt's? Auf Google Earth habe ich es jedenfalls gesehen. Wenigstens das Dach. Ich fahre heute schnell rüber, sammle die Post und die Zeitungen auf und ersetze die toten Pflanzen. Das wird dir doch auffallen. Nein, alles, was lebt, war ja schon immer egal. Weißt du noch, ihr Kakadu? Oh ja. Polly hat sich am Ende selbst aufgefressen. Hey, hör zu. Wenn du schon nach Beverly Hills fährst, kannst du auch meinen Mercedes zur Inspektion bringen. Mit Vergnügen. Hey, das will ich gar nicht hören. Du wohnst hier mit deinem Sohn mietfrei und ich will nicht viel dafür. Da kann ich Charlie, doch mal vielleicht Charlie. Verlangen. Ich sagte mit Vergnügen. Oh. Verdammt, und ich wollte dich schon fertig machen. Verzeihung, wenn ich dich enttäusche. Und nur damit wir uns einig sind. Mein Auto ist heilig. Wenn du es verbeulst, verkratzt oder auch nur den Hinternabdruck im Sitz veränderst, kannst du gleich bis nach Mexiko weiterfahren und dich selbst in der Wüste verbuddeln. Ich verstehe deine Sorgen. Vertrau mir. Ich pass gut darauf auf. Du willst mir wohl gar kein Vergnügen gönnen. Okay. Auto zur Inspektion. Check. Was kommt jetzt? Oh, mein Schläfchen. Check. Was machst du denn da? Wow! Alles in Ordnung? Nein, ich bin auf meinem Hintern gelandet. Oh, dann war es ja eine weiche Landung. Hey, bring bitte meine Sonnenbrille mit hoch. Sonnenbrille raufholen. Check. Hier. Danke. Was gibt's da so Interessantes? Nichts. Hey, du kennst doch die Regel. Wenn Frauen sich oben ohne Sonnen, starrst du nicht zu ihnen rüber. Du rufst deinen Onkel Charlie. Da ist niemand oben ohne. Oh, und was gibt's dann da zu gucken? So was Blödes. Ungecheckt. Wir haben nur neue Nachbarn. Neue Nachbarn, hm? Was ist da los? Haben die gerade Würstchen auf dem Grill? Nein. Hähnchen? Hier geht's doch gar nicht ums Essen. Oh, ein Mädchen steckt dahinter. Sieht sie gut aus? Nein, ich habe wegen einem Mutanten am Geländer gehangen. Jetzt werd nicht schnippisch, ich wollte nur mein Interesse zeigen. Wieso gehst du nicht rüber und stellst dich vor? Das wird doch aussehen, als wäre ich verzweifelt. Du bist verzweifelt. Komm, ich begleite dich. Echt? Warum nicht? Ist noch Zeit bis zum nächsten Schläfchen. Danke. Kein Problem. Und was soll ich da sagen? Keine Ahnung, versuch's mit Hallo. Hallo? Das ist alles, was du weißt?
Das ist alles, was du verstehst. Man. Ich hätte vorher pinkeln sollen. Du hast nur eine nervöse Blase. Wenn du erst 40 bist, glaubst du, du musst pinkeln, während du noch pinkelst. Also, können wir? Nein. Ach, was ist das Schlimmste, was dir passieren kann? Dass sie mich auslacht? Oh, finde ich das süß. Nein, das Schlimmste, was dir passieren kann, ist, dass sie sich in dich verliebt, ihr heiratet, nach 10, 12 Jahren kommt sie zur Besinnung, verlässt dich, nimmt all deine Sachen mit und du musst in deinem Auto wohnen. Wow. Ja. Was werde ich dann wohl für ein Auto fahren? Hallo. Hi, ich bin Charlie Harper und das ist Jake. Wir wohnen nebenan. Stimmt's, Jake? Ich bin Jake. Hi, ich bin Celeste. Ich bin Jake. Ist das der Mann vom Kabel, Schatz? Nein, Dad, unsere Nachbarn. Jerome Burnett. Hi, Charlie Harper. Das ist mein Neffe Jake. Wir wollten Sie in der Nachbarschaft willkommen heißen. Sehr freundlich von Ihnen. Ja, willkommen in der Nachbarschaft. Wiedersehen. Halt nicht so schnell. Weißt du, wer dieser Mann ist? Ja, Ihr Vater. Wiedersehen. Das ist Jerome Burnett, einer der größten Footballspieler aller Zeiten. Danke, sehr freundlich von Ihnen. Weißt du, was er für einen Spitznamen hatte? Nein. Raus damit. Mad Dog. Toll, darf ich Ihre Toilette benutzen? Schatz, zeige ihm, wo es ist. Komm, Jake. Frau im Haus, klapp den Sitz wieder runter, Jake. Und, wie läuft's bei Ihnen? Ich bin immer noch bei meinem Verein und mache da die Öffentlichkeitsarbeit. Ach, echt? Da kommen Sie wohl nicht zufällig an Karten? Doch, soll ich Ihnen welche besorgen? Oh, nicht doch. Ich will keine Umstände machen. Ich habe nur einen guten Tag sagen wollen. Können Sie mir eine Loge besorgen? Mal sehen, was ich tun kann. Das wäre wunderbar. Ich nehme an, wenn ein Spieler verletzt ist, wären Sie doch bestimmt der Erste, der davon erfährt. Bestimmt noch vor den, wie heißen die, Buchmachern? Übertreiben Sie nicht, Charlie. Hey, Dad. Jake will mir den Strand zeigen. Dürfen wir einen Spaziergang machen? Klar, warum nicht? Danke. Bis gleich. Sind die nicht niedlich? Wenn der Bursche mein Mädchen anfasst, dann werde ich sie anfassen. Alles klar. Darf ich mal für kleine... Man. Hier, bitte, Mr. Harper. Oh, oh, danke. Cappuccino. Was werden die erst servieren, wenn man ein Auto kauft? Die kümmern sich hier gut um einen. Sollten sie auch. Wir zahlen ja genug für unsere Autos. Oh ja, die sind ziemlich teuer. Ist das Ihr CL56 draußen? Ja, der gehört mir. Wie finden Sie ihn? Was soll ich daran schlecht finden? Er kann alles bis auf Zehennägel schneiden. Vielleicht habe ich aber auch den Knopf nicht gefunden. Nicht, dass ich sie schneiden müsste. Habe ich gestern Abend gemacht. Überm Waschbecken. Klipping, klipping. Diane. Oh, Alan. Wohnen Sie hier in der Gegend? Nein, ich wohne unten am Strand. Santa Monica? Malibu. Malibu. Yep, Malibu. Ja, wir nennen es nur The Boo. So etwa, hey, wie läuft's in The Boo? Mr. Harper, Ihr Auto ist fertig. Oh, danke, ich komme sofort. Tja, sieht so aus, als wäre ich hier fertig. Dann fahre ich mal zurück nach The Boo. Sie haben's gut. Ich muss wohl den ganzen Tag hier warten. Ist ja furchtbar. Und ich komme um vor Hunger. Oh, da drüben stehen doch kleine Croissants und Schokonut-Cookies. Oder ich könnte Sie vielleicht zu einem netten Mittagessen einladen. Das fände ich wundervoll, Alan. Danke. Oh, wie schön. Gehen wir. Das wäre mir mit meinem Volvo nicht passiert. Es ist 5 Uhr. Danke. Ich hatte fast die Happy Hour verschlafen.
Wo ist meine Tochter? Die sind noch nicht wieder hier? Warum komme ich wohl her? Na, ich dachte wegen der Happy Hour. Ich ruf Jake mal an, mal sehen, wo sie stecken. Ja, tun Sie das. Hat Ihre Tochter kein Handy? Das hat sie zu Hause vergessen. Kinder, hm? Es klingelt. Knall diese Schlampe die ganze Nacht, knall sie die ganze Nacht. Knall diese Schlampe die ganze Nacht, knall sie die ganze Nacht. Oh, das ist auf so schrecklich vielen Ebenen unpassend. Das ist nur mein Pied-à-terre. Ich bin meistens draußen im Strandhaus. Sie waren ja wohl ewig nicht hier. Ach, nur 2 Wochen. Hey, haben Sie denn niemand, der hierher kommt und Ihre Pflanzen gießt? Doch, aber der ist unglaublich unzuverlässig. Mein Bruder. Oh. Ein ziemlicher Schnorrer. So, was machen wir jetzt, wenn wir schon hier sind? Ich weiß nicht. Das zum Beispiel. Oh, Entschuldigung. Oh, Momentchen. Alan Harper am Apparat? Ich weiß, wer am Apparat ist, du Tiefflieger. Wir haben hier ein Problem. Nein, wirklich. Der Schnorrer in the Boo. Und wo liegt das Problem? Doch wohl nicht wieder der Weinkeller, oder? Was redest du da für einen Quatsch, du Oberaffe? Oh, gut, gut. Jetzt hör mal zu. Dein Sohn ist schuld, wenn ich mein Leben verliere. Oh, dann ist er okay? Dem geht's gut, wahrscheinlich so gut wie noch nie. Ich bin's, der in der Klemme steckt. Ich vertraue darauf, dass du das gut hinkriegst. Danke für die Info und mach dir eine Flasche Pinot auf. Alan! Oh Gott, ich dachte, wir hätten eine Sonnenfinsternis. Verzeihen Sie, ich muss noch mal für kleine... Ich wusste es. Du bist verheiratet. Oh, nein. Ich bin nicht verheiratet. Das ist, Ein seidenes Abendkleid. Ich würde sagen, es ist Chiffon. Ach, immer dasselbe mit euch, Männern. Nein, warte, Diane. Du verstehst das falsch. Es ist etwas, was du noch nicht von mir weißt. Stehst du auf Kerle? Nein. Bist du ein Crossdresser? Nein. Das fände ich nämlich total scharf. Ja. Ich bin ein eingefleischter Crossdresser. Hat ein bisschen gedauert. Kleiner Unfall. Kommen Sie, wir gehen die Kinder suchen. Jerome, warten Was Sie. Was ist? Oh. Immer noch flink. Jetzt setzen wir uns, atmen tief durch und besprechen das mal in Ruhe. Kommen Sie, mein Großer. Bitte. Machen Sie es kurz. Also, es ist doch so. Jake ist harmlos. Sie müssen sich echt keine Sorgen machen. Es sei denn, Ihre Tochter wäre ein Donut. Und ich nehme ja an, sie ist keins. Celeste ist alles, was ich habe.
Sie sind kein alleinerziehender Vater wie ich. Richtig, bin ich nicht. Aber ich habe Erfahrung darin, Frauen mit Vaterproblemen auszunutzen. Was erzählen Sie da für einen Quatsch? Glauben Sie mir, wenn Sie Ihre Tochter nicht selbst entscheiden lassen und nicht aufhören, ihr Leben zu kontrollieren, wird sie Ihnen ewig grollen, wenn sie mal groß ist. Und dann wird sie versuchen, Sie dadurch zu bestrafen, dass sie es mit einem betrügerischen Schlitzer wie mir treibt. Und Sie können uns nicht alle erwürgen. Aber ich kann's versuchen. Nochmal von vorn. Bist du dir auch sicher, dass du das willst? Klar, Baby. Sowas habe ich mir schon immer gewünscht. Oh, okay. Ich habe zwar die Panties an, aber ich habe keine Bikini-Rasur. Ja, mein Hintern trägt ganz schön aus. Diane? Oh nein. Gar nicht übel. Oh nein. Ja, mein Auto wurde gestohlen. Ja, gerade eben. Wenn Sie schnell sind, dann... Ja, ich warte. Warum überrascht mich das jetzt gar nicht? Musste es mein rotes Chiffonkleid sein? Und nachdem mein Knie kaputt war, hat meine Frau mich verlassen. Oh Mann, tut mir leid. Wegen eines Fußballers. Oh, das macht's ja noch schlimmer. So ein kleiner Zwerg aus Serbien. In seinem Namen kam nicht ein Vokal vor. Oh ja, Rrschipnik. Er konnte sicher was zwischen die Latten knallen. Ja, ich meine, fußballmäßig gesprochen. Und seitdem bin ich ganz allein mit Celeste. Verstehe. Ich weiß nicht, was ich tue, wenn ihr irgendwas passiert, Charlie. Dann drehe ich durch. Ich drehe schon durch, wenn ich daran denke, Mann. Na dann, denken Sie um Himmels Willen nicht daran. Kommen Sie, ich bringe Sie nach Hause. Danke, Charlie, Sie sind in Ordnung. Kein Problem. Bleiben Sie einfach ganz ruhig. Und wenn Celeste nach Hause kommt, müssen Sie nur so tun, als wäre gar nichts passiert. Sie glauben, es ist was passiert? Nein, nichts ist passiert. Deshalb müssen wir ja auch nicht auf die Suche gehen. Und dadurch zeigen Sie Ihrer Tochter, dass Sie ihr vertrauen. Gut, ich werde es versuchen. Es wird Ihnen nicht leid tun, versprochen. Okay, kommen Sie mit mir rüber. Ich würde Ihnen gern zwei Karten schenken für das Spiel am Sonntag. Oh, das ist doch nicht nötig. Ich schnapp noch schnell meine Schlüssel, gehen wir. Wie geht's dem Mann, den Sie im Tampa Bay-Spiel getackelt haben? Robinson, der kann wieder laufen. Celeste? Oh, hi, Dad. Hey, Mr. Mad Dog. Werde ich auch wieder laufen können? Hör zu, Jake. Ich find's ja schön, dass du so mutig warst und ein bisschen Action hattest, aber ich würde dich gern was fragen. Was? Bist du total verrückt geworden? Tut mir leid, wir haben jedes Zeitgefühl verloren. Na, vielen Dank. Deshalb musste ich heute schon zum zweiten Mal die Shorts wechseln. Da ist ja mein Handy. Wen rufst du denn da an? Celeste. Nein. Celeste kannst du vergessen. Und mach einen anderen Klingelton drauf. Was ist denn jetzt schon wieder? Ich komme sofort, Jerome. Jake, geh in dein Zimmer. Egal, was du hörst, du kommst nicht raus. Was? Verschwinde!
Hören Sie, ich habe mit dem Jungen geredet. Er wird Ihre Tochter nicht mehr belästigen. Also, wenn Sie irgendwas tun wollen, tun Sie es mir an. Tut mir leid, Kumpel. Ich habe mich da zu sehr reingesteigert. Okay. Celeste hat mir alles erzählt, dass Ihr Junge ein perfekter Gentleman war und dass sie ihn küssen wollte. Sie hat ihn küssen wollen? Dann haben Sie größere Probleme, als Sie dachten. Hey, hier sind zwei Karten für das Spiel. Sie kommen mit Jake, ich komme mit Celeste und wir amüsieren uns. Danke. Vielen, vielen Dank. Verzeihung? Entschuldigung. Okay, dann bis Sonntag. Sonntag. Alan, wo ist denn mein Auto? Warum hast du denn dein Kleid an? Alan, warum bist du nicht in Mexiko? Man. Man, 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 manly man, 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 manly man, 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 manly man. Man, 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 manly man. Jake, du isst ja gar keinen Salat. Bertha will nicht, dass ich so viele Ballaststoffe esse. Also dann hole ich mal die Suppe. Wenn die so wie der Salat ist, können wir sie vergessen. Du weißt also wirklich nicht, was hinter dieser Einladung steckt. Sie hat gesagt, zum Abendessen. Und du hast ihr geglaubt? Guter Gott, Mann, weißt du, was du getan hast? Nur die Ruhe. Nur die Ruhe? Wir können froh sein, wenn wir noch alle Gonaden haben, wenn wir hier rausgehen. Was ist denn eine Gonade? Du bist eine. Also was Schlechtes. Du bist keine Gonade, sagte die andere Gonade. So, meine Lieben, Kartoffellauchsuppe. Oh, wie entzückend. Hast du Cracker da? Cracker? Ja, ich hab gern was Knuspriges in der Suppe. Salzbrezeln, Croutons, alte Brötchen. Ich seh nach. Fangt ruhig an. Cornflakes tun's auch, wenn's sein muss. Ich hab dabei ein ungutes Gefühl, Alan. Warum? Wir essen mit unserer Mutter zu Abend. Du spürst es also auch. Wo gibt's denn sowas? Keine Cracker zur Suppe. Das einzig Knusprige, was ich habe, sind die Macadamia-Nüsse. Interessant. Versuchen wir es. Also, ich nehme an, ihr fragt euch, warum ich euch eingeladen habe. Du meinst, du hast uns nicht nur zum Essen eingeladen? Hör auf, Charlie. Ich habe gute Neuigkeiten. Nein, ich sterbe nicht. Ich habe doch gar nichts gesagt. Wie kommst du denn auf sowas? Okay, tut mir leid. Jedenfalls habe ich gewisse finanzielle Vorkehrungen getroffen. Also hast du vor zu sterben? Glaube mir, Schatz, ich verspreche dir, so lange auf Erden zu weilen, bis ich deine gin-getränkten, aufgedunsenen, syphilitischen Überreste identifizieren kann. Na, dann können wir ja den Zeitrahmen. Du sagtest was von finanziellen Vorkehrungen. Ja, also, es geht einfach darum, dass ich genügend Geld angespart habe, um meinen Enkel später mal aufs College schicken zu können. Du willst dein College kaufen? Ich habe einen Treuhandfonds eingerichtet. Oh, Mom, Mom, das ist ja sehr großzügig. Aber ich habe für Jake schon einen College-Fonds eingerichtet, als er geboren wurde. Wirklich? Wie viel ist da jetzt drin? Hast du gehört? Oma schickt dich aufs College. Jetzt? Ich bin noch nicht mit der Suppe fertig. Mom, hast du dir das gut überlegt? Sieh ihn dir doch an. Vielleicht ist er mit allem überfordert, was sich nicht ums Essen dreht. Charlie, Charlie, bitte, Mom, ich kann dir gar nicht sagen, wie dankbar ich dafür bin. Jake, hast du eigentlich kapiert, was deine Oma dir da schenkt? Ja, noch mehr Schule, was ein Hammer.
Jack, ich wüsste vielleicht, was dich motivieren kann. Wenn du dich reinkniest und deine Noten verbessern sich, bevor du wirklich aufs College gehst, kauft Oma dir dafür ein neues Auto. Ich hab dich lieb, Oma! Man, 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 manly man, 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 manly man, man, man. Man, 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 manly man. Man, 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 manly man. Wenn ich mein Auto von Oma kriege, wird einer von euch auf der Straße parken müssen. Das Auto ist fürs College. Wie kommst du darauf, dass du dann hier noch wohnst? Ach komm schon, ich weiß, dass du mich liebst. Da hat er allerdings recht, du liebst ihn. Ja, aber er muss es mir doch nicht unter die Nase reiben. Was glaubst du, worauf Mom hinaus will? Muss sie auf was hinaus wollen? Ein College-Treuhandfonds für ihn? Letzte Woche hat er sich beim Sandwich-Essen in die Hand gebissen. Und wenn schon, er war im Fressrausch. Vielleicht will sie seine Liebe kaufen. Alan, denk mal nach. Das hätte sie auch mit einem Cremetörtchen und einem Schweinesteak geschafft. Egal, mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen, als ich erfahren habe, dass ein College gesichert ist. Ja, klar. Das führt Mom im Schilde, dass dir ein Stein vom Herzen fällt. Also gut, was hat sie deiner Ansicht nach vor? Keine Ahnung. Aber wenn man sie durchschauen will, muss man in verschlungenen Pfaden denken. Manipulativ. Verschlagen. Na, zum Beispiel, falls er wie durch ein Wunder das College schaffen sollte und Jura studiert. Jura? Ich kann dir nicht mehr folgen. Vielleicht vögelt sie ja den Universitätsdekan. Jetzt hör erst mal zu. Ich höre. Sagen wir, er quält sich durch das Studium, braucht 7 oder 8 Anläufe für eine Prüfung. Wir wissen doch, wie das endet. Was bleibt ihm dann noch als Jurist mit einem schlechten Abschluss? Weiß nicht, ein Regierungsjob? Ganz genau. Vielleicht hat er Einfluss auf die Bebauungspläne. Und bingo bango kriegt Mom endlich ihr 2. Stockwerk auf ihr Haus. Du denkst also wirklich, dass sie ihn aufs College und auf die Uni schickt, nur weil sie noch ein 2. Schlafzimmer will? Das ist Irrsinn. Ach ja? Ist das Irrsinn? Man. Morgen. Morgen. Alan? Ja? Hast du einen Schlaganfall? Nein, ich frag mich nur, warum ich heute zur Arbeit gehen soll. Ich meine, Mom kauft Jake ein Auto und sorgt für seine Ausbildung. Wofür soll ich mich abrackern? Für deine Selbstachtung. Nein, die hat Judith mir durch die Scheidung genommen. Weil du als Chiropraktiker Patienten von ihren Rückenschmerzen befreist? Gut, irgendwo musst du ja hingehen. Warum? Weil du mich verrückt machst. Ich sollte Motivationstrainer werden. Morgen. Mit ihrem Bruder stimmt was nicht. Das sagen wir hier nicht. Wir sagen erst was ganz Besonderes. Nein, meine Freunde halten dich doch nicht für meine Oma, sondern für meine junge Tante. Wenn der Junge ihr noch tiefer in den Hintern kriecht, müssen wir ihm ein Seil um die Füße binden. Hey, ich hab nachgedacht. Weißt du, was ein gutes, sicheres Auto für mich wäre? Ein gebrauchtes Polizeiauto. Keine Ahnung, von der Polizei, schätze ich. Der Schwachkopf kriegt ein Auto von ihr? Und eine College-Ausbildung. Schätze, daraus wird nur was, wenn's ein Clowns-College ist und das Auto 20 Sitze hat. Gut, dann sehen wir uns in einer Stunde. Warte. Nein, muss ich nicht. Okay, okay, bis gleich. Ich verbringe den Nachmittag mit Oma. Wenn sie fragt, ich hab geduscht. Wissen Sie schon, was sie vorhat? Nein. Und das ist es, was mir Angst macht. Bom, bom, bom. Schien mir irgendwie passend. Also dann, Mr. Sharipa, wie fühlt sich das hier an? Tut ein bisschen weh. Ja, ja, Sie haben da einen Spasmus.
Da bin ich selbst schuld. Ich habe letzte Nacht versucht, es mit Mrs. Sharipa in der Dusche zu treiben. Die Frau ist keine Ballerina. Tja, Sex in der Dusche ist was für junge Männer. Oder für mittelalte Männer mit dünnen Frauen. Klar. Was soll ich sagen? Ich mag's, wenn eine Frau einen Hintern hat wie ein Brauereigaul. Das sagt ja alles. Wenn man ihr zu Weihnachten auf den Hintern haut, muss es zu Silvester immer noch zittern. Nur von Mann zu Mann. Sie hat's gern, wenn der Weihnachtsmann sie ein kleines bisschen versohlt. Wer nicht? Das steht ganz oben auf ihrem Wunschzettel. Gib mir die Rute. Aha. Drehen Sie sich auf die rechte Seite, Mr. Sharipa. Ich will versuchen, Ihren Ischiasnerv zu entlasten. Verschränken Sie bitte die Arme. Danke. Also los. Entschuldigen Sie bitte. Oh nein, nein, das kann passieren. Das ist normal. Wie? Oh, gütiger Gott. Ja, das waren wohl die Knoblauchmuscheln heute Mittag. Ich mag sie, aber die mögen mich nicht. Bitte entschuldigen Sie mich einen Moment. Wissen Sie was? Mir geht's schon besser. Womöglich sind die Schmerzen daher gekommen. Wo gehen Sie denn hin, Mr. Harper? Nach Hause. Kommen Sie denn wieder? Dr. Harper! Oh mein Gott! Sieh dir das an, den Geländewagen gibt's mit einem Kühlschrank im Handschuhfach. Faszinierend. Reden wir doch ein wenig über unsere College-Pläne. Unsere Pläne? Wenn du auch hingehst, wird alles viel schöner. Ich war doch schon auf dem College, Schatz. So glücklich wie dort war ich nie wieder in meinem ganzen Leben. Echt? Mhm. Was hattest du denn da für ein Auto? Hör zu, Jake, ich kann ja verstehen, dass du dich auf ein Auto freust, aber die Prämisse dafür, dass du das Auto bekommst, ist, dass du es wirklich aufs College schaffst. Ah. Und was heißt Prämisse? Kein College, kein Auto. Oh. Und muss ich das Auto zurückgeben, wenn ich vom College fliege? Wie kommst du denn darauf, dass du vom College fliegst? Aus Erfahrung. Die Chancen stehen 60 zu 60, dass ich die achte wiederholen muss. 60 zu 60, hm? Ja, vielleicht, aber auch 70 zu 40. Dann vergessen wir mal die Elite-Unis. Ist das gut? Ja, für die Elite-Unis. Weißt du, Schatz, vielleicht zäumen wir das Pferd vom Schwanz auf. Du stellst auf dem College die Weichen für das, was du gern machst. Was machst du gerne? Fernsehen, Computerspielen, schlafen. Ich schlaf so gern, dass ich manchmal sogar vom Schlafen träume. Okay, vielleicht habe ich mich falsch ausgedrückt. Ach, weißt du, was ich wirklich mag? French Toast mit einem Hauch von Orangenzesten. Orangenzesten? Ja, die kratzt man von Orangenschalen. Nur so schmeckt mein Rezept wirklich. Du hast ein Rezept? Ja, hab's durch Zufall rausgekriegt. Ich wollte einen French Toast machen und der ist mir runtergefallen. Viele große Erfindungen waren Zufall, wie das Dynamit, das Edison erfunden hat. Das war jemand anders. Du kochst also gern? Ja, ich koche gerne, weil ich gerne essen und meinen Mund überraschen will. Weißt du was, mein Schatz? Damit sagst du doch, dass du mal ein Meisterkoch werden willst. Und dafür gibt's Schulen. Und damit kann man furchtbar viel Geld verdienen. Muss ich dann auch so eine Ballonmütze tragen? Wenn du willst. Cool, dann werde ich Meisterkoch. Mein Enkel wird Koch. Damit kann ich leben. Weißt du, was ich als Koch für ein Auto fahren kann? Dann fahre ich einen Imbisswagen. Hey. Hey. Das ist ein Kajak. Das sehe ich. Und rat mal, was ich tun werde. Kajak fahren? Stimmt. Ich bin zu der Erkenntnis gelangt, dass das Leben zu kurz ist. Dann fährst du in einem Plastikboot auf den Pazifik. Guter Gedanke. Heute während der Arbeit ist mir plötzlich klar geworden, dass ich... Tut mir leid.
Mir ist klar geworden, dass ich meinen Beruf nicht mag. Und weil Mom jetzt für Jake sorgt, kann ich mich endlich mit erfreulichen Dingen beschäftigen. Du masturbierst also im Kajak. Nein, aber darum geht's. Das erklär mir mal. Das könnte ich, wenn ich wollte. Ja, wer hätte das kommen sehen? Tut mir leid. Toast mit gegrilltem Schweizer Käse, Gouda und Monster. Du meinst Monster? Nein, das ist eine alte Fernsehserie und die heißen so, weil sie Monster sind. Das da ist ein Käse. Jedenfalls ist das ein Sandwich mit Biotomaten, Apfelrauchschinken und Sauerteigtoast. Wo hast du denn das her? Kochkanal, kochkanal.com, Kochkanal für jedermann, Kochkanal Magazin und von der Schulköchin. Und gleich gibt's selbstgemachte Kartoffelchips. Du machst selbst Kartoffelchips? Das ist doch einfach. Du schneidest deine Scheiben, reibst sie mit Knoblauch und Zitrone ein, frittierst sie in einem Eisenkessel und dann salzt du sie noch. Ich fass es nicht. Bon Appetit. Bon. Nein, das ist eine Kassenquittung. Oh mein Gott. Der ist ja köstlich. Ist nicht mehr als drei, sonst hast du eine Woche lang Verstopfung. Glaub mir. Na, immerhin haben wir jetzt schon mal einen Beruf für dich gefunden. Cool, ich hol die Chips, dann reden wir über Autos. Reden wir lieber vorher über Autos. Oh Gott, das war ja unglaublich. Der Wind, die Wellen, der Himmel. Ich fühle mich wie neu geboren. Du warst gerade mal eine Viertelstunde draußen. Die Arme sind mir lahm geworden. Dann hast du also doch kajananiert. Was? Gemasturkajakt? Du bist schrecklich. Außerdem hat mich niemand gesehen. Und jetzt? Und jetzt? Jetzt lebe ich einfach und genieße es. Also dann. Der Läufer hat die Bahn verlassen. Freut mich. Der Hamster läuft nicht mehr im Rädchen. Schön, das zu hören. Der Vogel ist zufrieden mit den Eiern, die er hat. Kein Kommentar. Aber ich schaffe das nicht, Charlie. Das wusste ich. Kein Ziel. Keine Herausforderung, keine Existenzängste mehr, die mich vorwärts peitschen. Wie hältst du das denn aus? Ich? Weißt du, ich habe mir eine Existenzphilosophie angeeignet, die meine Zukunft bestimmt. Den unbedingten Willen, mich dem Sog des Lebens anzuvertrauen und über seine ewigen Geheimnisse nachzudenken. Aber ich trinke und schlafe auch viel. Ja, aber ich brauche was Sinnvolles, dem ich nachstreben kann. Kannst du das nochmal wiederholen? Ohne eine Karotte vor mir und einen Stock hinter mir finde ich keinen Lebenssinn. Das ist es. Was ist was? Dass du keinen Lebenssinn findest. Darauf will Mom hinaus. Es hatte nie irgendwas mit Jake zu tun. Nein, sie will dich umbringen. Na, hör mal. Denk doch mal nach. Sie nimmt dir den finanziellen Druck von den Schultern, weil sie weiß, dass du ohne ihn nicht leben kannst. Oh, ist die gut. Warum sollte Mom mich umbringen wollen? Keine Ahnung. Warum will ich dich umbringen? Warum will deine Ex-Frau dich umbringen? Deine Person fordert das einfach heraus. Du machst dich lächerlich. Okay, suchen wir eine Erklärung, bei der sie gut wegkommt. Unsere Mutter ist zum ersten Mal in ihrem Leben völlig selbstlos und hat nur das Wohlergehen von jemand anderem im Sinn. Oh Gott, meine Mutter will mich umbringen. Gut, dass wir das geklärt hätten. Das hat mich fertig gemacht. Super Sandwich. Ja. Durch den Brand hat alles eine gewisse rauchige Würze gekriegt. Nur aus Neugierde, was kostet ein gebrauchtes Feuerwehrauto? Hey,
Alan. Ich weiß, wie es dir wieder besser gehen könnte. Ja, bitte, ich höre. Eine Karotte und ein Stock, die deinem Leben Sinn verleihen. Pass mal auf. Du darfst mir jeden Monat einen gewissen Betrag für das große Vergnügen geben, dass du in meinem Haus wohnen kannst. Nennen wir es Miete. Wow. Ich habe schon lange keine Miete mehr bezahlt. 5 Jahre, 2 Monate und 11 Tage. Interessant. Das wäre ein Grund für mich, wieder zu arbeiten. Genau. Das ist die Karotte. Und wenn du nicht zahlst, haue ich dich mit dem Stock. Sehr witzig. Das ist mein Ernst. Das ist meine Karotte. Okay. Und wie viel stellst du dir vor? Weißt du, ich habe darüber nachgedacht. Und denke, du hältst diesen Betrag für fair. Oh. Oh, für so eine Miete werde ich hier wohl auch ein Wörtchen mitreden dürfen. Nee. Nein. Wenn du mitreden willst, ist das die Miete. Nein, ich schweige. Gut. Also, immer am Monatsersten? Gut. Sehr gut. Ich habe ein gutes Gefühl. Ich bringe mich ein, leiste meinen Beitrag. War schon lange fällig. 5 Jahre, 2 Monate, 11 Tage. Gut. Naja, und wir fangen nächsten Monat erst an, weil dieser Monat läuft ja schon. Gut. Ach, und jetzt kommen ja bald die Feiertage. Da sollten wir vielleicht lieber erst mit dem neuen Jahr anfangen. Am 1.1. Gern. Warum nicht? Es sei denn, die Wirtschaftskrise hält an. Damit muss man immer rechnen. In dem Fall werden wir noch mal über den Betrag nachdenken müssen. Ja, vielleicht. Ich meine, der Markt ist im Moment ziemlich volatil und wir alle werden unseren Gürtel enger schnallen müssen. Das gilt für Vermieter genauso wie für... Au! Wahnsinn, es gibt jetzt Autos, die laufen mit Pflanzenöl. Sieh mal einer an. Weißt du, was cool wäre? Ein Hammer, der mit Frittierfett fährt. Aha. Wir könnten Energie sparen und trotzdem durch den Schlamm brettern. Hört sich toll an. Und das neue Auto würde nach Pommes riechen. Gut, ich werde es dir ein letztes Mal sagen. Du kriegst deinen Führerschein erst in 2 Jahren und du kriegst keinen Hammer. Du sagst immer, ich soll mich dir gegenüber öffnen, aber wozu? Ja, Sydney am Morgen war immer wundervoll. Hast du ein Glück. Ich habe sie nur einmal an Halloween gevögelt. Hi. Oh, hey, Alan. Andy, mein Bruder Alan. Alan, Andy. Hallo. Hi, Andy. Hol den Stuhl. Wir reden über den Krieg. Oh, toll. Der Schnorrer? Ja. Und? Woher kennt ihr beiden euch? Tja, also, Andy und ich... Krieg ich eine Zigarre? Greif nur zu. Oh, danke. Andy und ich haben uns jedenfalls Am damals... Am besten nehme ich mir eine für jetzt und eine für später. Also bevor Andy von hier nach New York gezogen ist, gingen wir zusammen auf Raubzug. So viel haben wir doch nun auch nicht geraubt. Aber nur, wenn du das mit der Unschuld auslässt. Alan, das ist ein großer Mann. Nein, nein, Albert Einstein war ein großer Mann. Ich zocke, trinke und mach mit Frauen rum. Aber das kann ich gut. Andy ist mal per Anhalter von Vegas nach L.A. gefahren und hatte keine Hosen an. Hey, mit dem Daumen kann das jeder. Der Junge hier ist der Bruder, der mir immer fehlte. Oh, naja, wie schön für dich. So habe ich's doch nicht gemeint. Du bist mein Bruder. Vielen Dank. Ihn mag ich nur lieber. Ist schon klar. Andy ist der Einzige auf der Welt, der mit mir beim Trinken und bei den Bräuten mithält. Ich habe mal gedacht, ich hätte ihn unter den Tisch getrunken, aber er lag mit einer Braut drunter. Weißt du noch, Andy? Andy? Mach keine Witze, Alter. Oh.
Und wer ist jetzt dein Lieblingsbruder? Men, 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 manly men, men, men. Dann ist er da im Liegestuhl gestorben, ne? Stimmt. Dann muss ich mal die Auflage wenden. Das hätten Sie sehen sollen, Bertha. Die haben ihn in einer riesen Plastiktüte weggebracht. Was du nicht sagst. Fast wie die Tüten, in denen die Fahrer ihre Pizza warm halten. Ob sie es wohl bis zum Leichenschauhaus geschafft haben, bevor er kalt war? Das ist nicht komisch. Vielleicht aber doch und du raffst es nur nicht. Ist. Sie haben ihn gekannt? Andy? Aber ja, bevor er nach New York zog, war er für Charlie wie ein Bruder. Ja, er ist mir bekannt. Und wie geht's, Charlie? Er ist ziemlich fertig. Wäre ja auch ein Wunder, wenn er es nicht wäre. Er war im selben Alter, hat dasselbe bescheuerte Leben wie er gehabt, lehnt sich zurück und stirbt. Da stockt einem der Atem. Da haben Sie recht. Also mich wundert nur, dass Charlie nicht der Erste war. Entschuldigung. Ich bin immerhin hier. Aber wie lange noch? Hast du den gerafft? Bis später. Wo willst du denn hin? Na, hör mal. Ich habe gerade meinen besten Freund verloren. Ich habe viel zu erledigen. Du regelst die Beerdigung? Das würde Andy gefallen. Zum Teufel mit Andy. Ich fahre jetzt ins Krankenhaus und lass jeden verdammten Check mit mir machen. Der war gut. Du schnallst auch gar nichts, stimmt's? Hey. Hey, hast du dich durchchecken lassen? Ja, aber ich habe die Ergebnisse noch nicht. Also dann, ich scheide von hinten. Und was machen Sie, Charlie? Moment, ich habe noch was für Sie. Einen Gutschein für ein Wellness-Wochenende in Palm Springs. Wie nett von Ihnen. Danke, Charlie. Ich wollte Ihnen noch sagen, dass ich Sie gern habe und mich dafür bedanken, dass Sie immer für mich da waren. Gut, dann bis in der Woche. Sieh einer an. Kaum wirst du dir deiner Sterblichkeit bewusst, wird dir klar, wie viel dir die Menschen um dich herum bedeuten. Ja, und ich muss es ihnen auch langsam zeigen. Tja, mit einem Geschenk kann man sehr gut ausdrücken, was man empfindet, also... Ich weiß. Das kann was Einfaches sein, wie ein Kaschmirmantel oder sowas Extravagantes wie ein neues Auto. Da hast du bestimmt recht. Mhm. Augenblick, ich hab was echt Cooles für Jake. Es muss ja kein neues sein. Einen Vorführwagen würde ich auch sehr aufmerksam finden. Hey, was machst du gerade? Ich wollte Autos googeln, aber du glaubst nicht, was man findet, wenn man Hammer eingibt. Doch, ich glaub's. Hier, ich schenk dir was, wird dir bestimmt gut gefallen. Ist es ein Sandwich? Ein Sandwich in der Geschenkverpackung? Als Überraschung wär's nicht schlecht. Mach's auf. Weißt du, was ein geiles Sandwich ist? Das Monte Cristo. Weil Schinken drauf ist und Käse und es ist frittiert. Jetzt mach die verdammte Schachtel auf. Wow, hast du schon wieder deine Tage? Oh, wow, eine Mini-Videokamera. Ganz schön cool, hm? Weil ich deine Beerdigung drehen soll? Nein, nein, ich wollte dir nur was Gutes tun. Bevor du den Löffel abgibst? Willst du die Kamera oder nicht? Ja, ich will sie. Dann sag einfach Danke. Danke. Mein Gott, jetzt mach mal halblang, sonst kriegst du noch einen Herzinfarkt. Ich arbeite dran. Ist ein Sandwich, mich entspannt das immer. Also dann, bleibt noch ein Geschenk übrig. Ach ja? Das Beste für den Letzten? Tja, vielleicht nicht das Beste, aber es fällt mir nicht leicht. Kann ich es dir irgendwie leichter machen? Ja. Ruf Mama an und sag ihr, ich komme. Man. Oh, Charlie, was für eine wundervolle Uhr das ist. Gefällt sie dir? Machst du Witze? Die ist ja umwerfend. Und was das Beste ist, jetzt muss ich meine gute nicht mehr jeden Tag anziehen. Du wirst dich vielleicht fragen, warum ich sie dir gekauft habe. Na, ich denke doch, weil du mich liebst und weil du ein gutes Herz hast. War ein Witz.
Warum? Okay, das habe ich verdient. Aber es ist die Wahrheit. Ich liebe dich wirklich. Und obwohl wir so unterschiedlich sind, bin ich froh, dass du meine Mutter bist. Du bist doch nicht betrunken hierher gefahren, oder? Ich bin nicht betrunken. Ich habe nur darüber nachgedacht, wie vergänglich das Leben ist und dass keiner von uns weiß, wie lange er noch auf Erden wandelt. Hast du wieder einen Knoten an deinem Piepmatz gefunden? Nein, meinem Piepmatz geht's gut. Ich weiß zwar nicht, wie das bei so einem verschlissenen Teil möglich ist, aber schön. Ich will damit nur sagen, ich mag nicht mehr sauer auf dich sein. Ich will, dass wir Freunde werden. Ich war doch schon immer deine Freundin, Charlie. Du warst nur zu egoistisch, um das zu erkennen. Okay, dann gehe ich jetzt. Hast du was vor? Ich muss einen Sarg für einen Freund besorgen. Oh, tut mir sehr leid. Tja, was soll man machen? Kauf nichts Billiges. Mit einer Uhr kann man das machen, aber ein Sarg ist für die Ewigkeit. So jung. Das darf doch nicht wahr sein. Ja. Wer hätte gedacht, dass Vögeln rauchen und trinken tödlich ist? Ist dir klar, dass ich an seiner Stelle da im Sarg liegen könnte? Ja. Beschrei es nicht. Ist ein schöner Sarg. Ich will's hoffen. Hat mich 10 Riesen gekostet. 10 Riesen? Wow. Was soll ich sagen? Die Menschen, die ich liebe, sind mir was wert. Und ich krieg nicht mal einen verdammten Kaschmirmantel. Sind ja nicht viele Leute hier. Mit Freibier würden wahrscheinlich mehr kommen. Sorg bei meiner Beerdigung bitte für Freibier. Bin ich jetzt dein Beerdigungsplaner? Wär's dir nicht lieber, wenn sich ein Freund drum kümmert oder jemand, den du gern hast? Nein, mach du's. Ich heiße Sie herzlich willkommen. Wir haben uns hier versammelt, um Donald Andrew Patterson auf seinem letzten Weg zu begleiten, ihm die letzte Ehre zu erweisen. Woran misst man ein Menschenleben? Misst man es an ist das eine Träne. Misst man es an seinen Werken oder misst man es an der Zeit? Engagier ja nicht so eine Flasche für mich. Ich will einen mit etwas mehr Persönlichkeit. Ich werde mal bei James Earl Jones anfragen. Der war mir recht. Und Sterben hat seine Zeit. Es gibt eine Zeit zum Pflanzen und um Gepflanztes auszureißen. Töten hat seine Zeit. Und heilen hat seine Zeit und jegliches Vorhaben unter dem Himmel seine Stunde. Und so wollen wir Abschied nehmen von Charles Francis Harper, dem treuen Sohn, dem liebenden Bruder, dem sorgenden Onkel, dem Bon Vivant und weltbekannten Connoisseur weiblicher Hintern. Echt viel los hier. Ja, Mann. Nur noch Stehplätze. Da sieht man's wieder. Gib den Menschen, was sie wollen. Du meinst Freibier, oder? Natürlich. Danke, dass du gekommen bist. Du bist ja auch zu mir gekommen. Ja, aber du bist tot. Charlie, wirf mal einen Blick in die Kiste. Das ist keine Sonnenbank. Oh ja. Dann erzähl mal, wenn du schon hier bist. Wie ist das im Himmel? Unfassbar. Wie im Paradies. Wie bei dir zu Hause. Bevor dein Bruder eingezogen ist. Oh, der war gut. Kannst trinken, so viel du willst. Hast nie einen Kater. Ein unendlicher Nachschub an Frauen. Immer eine schöner als die andere. Und Charlie, stell dir vor, sie glauben einem alles, was man ihnen sagt. Wirklich alles? Es ist der Himmel. Wow. Reservier mir einen Platz, Alter. Würde ich ja gern. Aber die haben mich da nicht aufgenommen. Oh. Woher weißt du denn dann, wie es im Himmel ist? Die führen uns da jeden Tag ein Video vor, wenn sie Gleitmittel auf ihren Dreizack schmieren. Na, wenigstens Gleitmittel. Nur auf den mittleren Zacken. Um ganz ehrlich zu sein, Charlie Harper war mir völlig unbekannt. Aber jeder Mann, der mit seinem letzten Atemzug $25.000 locker macht und dazu noch ein erster Klasse Flugticket, damit ich seine Leichenrede halten kann, der ist ein Ass in meinem Ärmel. Aber von mir abgesehen, gibt es hier viele Menschen, die Charlie gut gekannt haben und vielleicht will einer von ihnen auf ein paar Worte nach vorne kommen. Oh, ich will was sagen. Hallo zusammen. Hallo, James Earl Jones. Wow.
Hallo Bruder, darf's liegen bleiben. Was sag ich jetzt über Charlie? So viele Worte fallen mir zu ihm ein und so wenige, die kirchentauglich sind. Aber versuchen wir es trotzdem mal. Charlie war ein Mann der Liebe. Er liebte seine Freunde und seine Familie. Aber am liebsten hatte er seinen Penis. Er war sein einziger Körperteil, der je hart arbeiten musste. Dieser Mann war so von der Liebe erfüllt, dass sie praktisch aus ihm rausquoll. Deshalb musste er ja auch zum Arzt gehen. Aber ich will den dahingeschiedenen Nuttenpreller nicht veralbern. Wie dem auch sei, weil er ja kein Testament gemacht hat, würde ich Sie gerne bitten, mich zu einem Leichenschmaus in mein Strandhaus in Malibu zu begleiten. Der hat mein Haus? Der hat alles von dir. Wirklich alles? Naja, bis auf die Leberzirrhose und die Prostataentzündung. Sieh dir das an. Deine alten Freundinnen nehmen von dir Abschied. Wir haben wohl gar keinen Respekt. Nur zu deiner Information. Spucke ist das Gleitmittel des Teufels. Hören Sie, könnten Sie vielleicht meinen Anrufbeantworter besprechen? Das macht noch mal $500. Okay, ich bin jetzt reich. Was wollen Sie? Hier ist CNN oder Luke? Ich bin dein Vater. Ja, Charlie, es war ja sehr nett, aber ich muss wieder gehen. Jetzt schon? Kannst du nicht noch bleiben? Nein, Zeit für den Dreizack. Wer zu spät kommt, kriegt keine Spucke. Und glaub mir, Charlie, du willst die Spucke. Ich will die Spucke! Harper. Charlie Harper. Ich war vor ein paar Tagen bei Ihnen. Ich habe in Becher gepinkelt, Sie haben mir Blut abgenommen und mir eine Kamera bis zum Hals eingeführt. Aber der Arzt sagte, meine Ergebnisse würden heute vorliegen. Gut, dann soll er mich anrufen. Er will nicht mit mir reden, Alan. Ich bin totgeweiht. Nein, bist du nicht. Ich spür's doch. Von mir aus fahr gegen den Pfeiler, dann sind wir gleich tot. Gern. Ich möchte ja auch nicht ohne dich weiterleben. Was soll das überhaupt alles? Ja, ich bin reich, charmant, eine klassische Schönheit. Ich habe mehr Freistöße gehabt als ein Berufsfußballer. Aber was habe ich in meinem Leben schon fertiggebracht? Ein paar dumme Jingles, ein paar Kinderlieder, nichts, was wirklich wichtig wäre. Na, jetzt bist du aber viel zu streng mit dir, alter Freund. Ich habe keine Frau, ich habe keine Kinder. Ich werde abgehen, wie ich aufgetreten bin. Mit einem Kaiserschnitt. Allein. Um Himmels Willen, Charlie, langsam bin ich's leid, das zu hören. Es hat in deinem Leben immer einen Menschen gegeben, der dich bedingungslos geliebt hat und der immer für dich da war. Du meinst... Du hast recht. Wie hab ich das übersehen können? Ich hab's die ganze Zeit vor Augen gehabt. Ja, manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht, selbst wenn sie im eigenen Hinterhof stehen. Oder im Gästezimmer. Rose? Ja, höchstpersönlich. Ich weiß, ist ewig her. Ich hab gedacht, wenn du Zeit hast, könnten wir uns mal wieder treffen und wir trinken einen zusammen. Sehr gut. Treffen wir uns irgendwo oder hole ich dich ab? Okay, dann sehen wir uns bei mir. Wie klein doch die Welt ist. Ja, winzig, winzig. Man. Hier, Rose. Danke, Charlie. Sitzt du bequem? Aber ja. Gut. Tja, Rose. Charlie,
Hab dich lange nicht gesehen. Kann ich nicht behaupten. Oh ja, stimmt, klar. Ja. Tut mir leid, das mit deinem Freund. Ja, ja, das war ein Weckruf für mich. Kann ich mir vorstellen. Man hält inne und fragt sich, was im Leben wichtig ist, wer im Leben wichtig ist. Ich habe immer gewusst, wer mir im Leben wichtig ist. Das weißt du genau, hm? Du weißt, was ich für dich empfinde, oder? Sag's mir trotzdem. Oh, okay. Wie du ja selbst weißt, hatten wir unsere Höhen und Tiefen. Das waren meine Medikamente, das weißt du doch. Ich hab unsere Beziehung gemeint. Oh, ja, die hat auch ihre Höhen und Tiefen gehabt. Also weiter. Weißt du, ich hab mir gedacht, wir werden alle nicht jünger. Weißt du, ich hab mal geglaubt, dass ich wirklich jünger werde, aber das lag dann doch nur an meinen Medikamenten. Klar. Ich dachte auch, ich würde schrumpfen. Aha. Jedenfalls wurde mir schlagartig bewusst, wie kurz das Leben doch ist. Und dass wir beide vielleicht mal an unsere Zukunft denken sollten. Was ist damit? Also, ich weiß, das ist fast ein Überfall, aber... Rose? Ja, Charlie? Würdest du mir die Ehre erweisen... Tut mir leid, ich will das kurz wegdrücken. Hm. Oh, mein Arzt. Hey, Doc, wie lautet das Urteil? Kein Leberschaden zu finden? Und mein Herz? Das ist ja umwerfend. Die Lungen sind auch gut? Dann darf ich weiter Zigarren rauchen. Nein, nein, ich übertreib's nicht. Nur wenn ich trinke. Apropos trinken, was machen meine Rohrleitungen? Gehört dazu auch die Prostata? Ja. Also dann vielen Dank, dass Sie mich so schnell zurückgerufen haben. Und verzeihen Sie bitte nochmal die vielen Schimpfworte, als Sie mir den Finger reingesteckt haben. Oh Mann, ist das jetzt peinlich. Nicht zu fassen. Der Junge lebt ewig. Nein, das Ganze kommt einem nur ewig vor. Er raucht, er trinkt, er feiert, als gäb's keinen Morgen. Aber ich esse mexikanisch, trinke ein paar Bier und furze Blut. Ja. Sie reden von mexikanischem Essen und schon wächst mir eine dritte Pobacke. Das Leben ist unfair, was, Bertha? Wenn's fair wäre, würden Sie mein Klo putzen und ich hätte meine Talkshow. Eine Talkshow? Wieso nicht? Ich bin doch sympathisch. Naja, er ist wenigstens kerngesund. Freut mich für ihn. Mich auch. Und wenn's ewig dauert, bis ich das Haus erbe. Wie bitte? Oh, Sie kennen sein neues Testament noch gar nicht? Was für ein neues Testament? Nicht so wichtig. Aber falls der Trauerfall eintritt, verschwinden Sie innerhalb von 2 Tagen aus meinem Haus. So was Fieses. Men. Men, 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 manly men, 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 manly men, men, men. Men, men, men. Men, 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 manly men, 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 manly men, men, men. Geht's, Mrs. Fremantle? Dann sehen wir uns nächste Woche. Oh, danke, Dr. Harper. Und keinen wilden Sex mehr, nicht vergessen. Dr. Harper, Sie sind ja furchtbar. Also dann, bis nächste Woche. Das war kein Spaß, die Frau ist ein Monster.
Sie sind so nett zu Ihren Patienten, Dr. Harper. Oh, danke. Sie sind so warmherzig, freundlich und witzig. Ach, ist doch normal. Aber Sie, die Patienten lieben Sie. Nein. Da widersprechen Sie nicht. Ich widerspreche aber. Das will ich aber nicht. Jetzt werde ich aber rot. Dann werden Sie eben rot. Ja, wie Sie sehen. Dann haben wir jetzt Feierabend? Japsi. Mrs. Fremantle war die Letzte für heute. Gut, dann sehe ich Ihr hübsches Lächeln morgen wieder. Ich lächle doch nur, weil ich Sie sehe. Ach, jetzt werde ich aber rot. Dann werden Sie eben rot. Ja, wie Sie sehen. Tut mir sehr leid. Es sollte mir leid tun. Nein, nein, ich habe die Grenzen übertreten. Ich habe sie auch übertreten. Nein, aber ich zuerst. Nein, nein, nein. Keine Widerrede. Ich kann aber nun mal nicht anders. So geht das nicht. Tut mir leid, ich kann nichts dafür. Ich lechze nach Ihnen. Ja, ich habe auch gerade gewisse Schwierigkeiten. Es ist nur, nein, dass Sie ich... Nein, Sie brauchen mir nichts zu erklären. Ich verstehe schon. Also dann, okay, dann sehen wir uns morgen früh wieder. Ich komme dann um 7:30, falls Sie früh rein wollen. Oh, okay, ich komm vielleicht früh rein. Sie sind der Boss, Sie können jederzeit rein, wenn Sie wollen. Oh Gott! Men, 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 manly men, 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 manly men, 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 manly men. Hey. Hey. Kann ich mir das Spiel ansehen? Ich wollte eigentlich ein bisschen meine Ruhe haben. Ah. Ist auf jeden Fall immer noch ruhiger als unter einer Autobahnbrücke. Ich weiß nicht weiter, Charlie. Shh, wir wollen unsere Ruhe haben. Können wir uns aussuchen, wen wir lieben? Oh, Mann. Also, wie heißt er? Was Unsinn! Jedem sein Coming Out, wenn er soweit ist. Du kennst doch meine Empfangsdame. Du meinst das Däumelinchen, das auf meiner Blume gesessen hat? Ja, was ist aus ihr geworden? Du hast sie nach einem Wochenende im Bett abgeschoben und ich konnte sie nur durch eine Gehaltserhöhung und bezahlten Urlaub von einer Kündigung abhalten. Oh, vielen Dank, das hast du ja elegant in Ordnung gebracht. Hat sie am Wochenende schon was vor? Sag mal, bist du verrückt geworden? Ich versuche dir gerade zu erklären, dass ich was für sie empfinde. Für wen? Für Melissa. Wer ist Melissa? Meine Empfangsdame. Ach so. Dann wird nichts aus dem Wochenende? Ja, es wird nichts aus dem Wochenende. Ich frag ja nur, reiß mir nicht gleich den Kopf ab. Und, habt ihr schon... Nein, nein, nein. Es ist noch nichts passiert, nur ein paar Küsse und sie hat gemerkt, dass ich einen Gefühlsausbruch hatte. Bist du eine Klosterschwester? Sag doch einfach Ständer. Warum rede ich überhaupt mit dir? Das möchte ich auch gern wissen.
Es ist so schwierig, weil zwischen Melissa und mir die Chemie stimmt und dagegen anzugehen ist nicht leicht. Ja, schwierig, wenn man zusammenarbeitet. Genau. Man fischt nicht im eigenen Teich. Ich weiß. Man taucht die Feder nicht in Firmentinte. Und man treibt's nie mit einer Frau, die eine Schlange oder einen Vogel hat. Was? Die sind in der Regel verrückt. Ah. Du befindest dich also in einem moralischen Dilemma. Ach, kannst du laut sagen. Ob du mit einer Frau, die auch deine Angestellte ist, ein Verhältnis willst. Genau. Jetzt weiß ich's, das ist es. Ja? Feuer sie und dann vögle sie. Das ist es nicht. Das ist es nicht. Aber das mit Schlangen und Vögeln ist wahr. Man. Wirklich? Die, die für ihn arbeitet? Ja. Der Schlumpf mit Titten. Genau. Tja, den Fehler macht jede irgendwann mal. In den 70er Jahren habe ich das als Haushälterin bei Telly Savalas durchgemacht. Ach, wirklich? Beim Fernseh-Kojak? Bei ihm in Person. Was war da? Na, was glauben Sie denn? Er war Grieche und voller Leidenschaft. Da konnten Sie sich nicht mal die Schuhe schnüren. War sicher hart. Darauf können Sie Ihren Arsch verwetten. Morgen. Morgen. Na, Sippi, wie ich höre, versenken Sie Ihre Bälle auf dem Firmengolfplatz. Danke, dass du es ihr verraten hast. Danke für deine Offenheit. Ich gebe Ihnen einen Rat. Zu Anfang mag es scheinen, als wäre es nur Vergnügen. Aber denken Sie an meine Worte. Irgendwann wachen Sie mit einem gebrochenen Herzen auf und mit einem Lollipop im Hintern. Erklärst du mir das mal? Ich vergesse lieber, dass ich es gehört habe. Und? Was machst du jetzt mit Melissa? Was soll ich schon machen? Ich werde meine körperlichen Gefühle, die ich für sie hege, auf was Kreatives übertragen müssen. Was Produktives, was Dauerhaftes. Du wirst dich wieder mit dem Staubsauger vergnügen, richtig? Das war kein Vergnügen, das war ein Unfall. Einmal ist ein Unfall. Morgen, Melissa. Guten Morgen, Dr. Harper. Wie sieht mein Terminplan für heute aus? Er ist furchtbar eng. Oh, okay. Eng ist gut. Besser, besser eng als... Naja. Ich danke Gott für die Skoliose. hören Sie, Melissa, was zwischen uns gestern passiert ist... Bitte, Dr. Harper, Sie müssen dazu nichts sagen. Ja, ja, ich verstehe schon. Wir empfinden offenbar was füreinander und da ist nichts Schlimmes dabei und es ist wundervoll und ganz natürlich. Natürlich, aber wir dürfen unser Arbeitsverhältnis nicht gefährden und unsere Freundschaft. Ich glaube, es wäre unklug, wenn wir unseren Gefühlen erliegen würden. Finde ich auch. Oh, gut, gut, freut mich. Gut, dann können wir das ja abhaken. wann fängt denn mein enger Terminplan an? Erst in einer halben Stunde. In einer halben Stunde? Jopsi. Und so lange haben wir nichts? Alles offen. Alles in Ordnung in der Praxis? Aha. Hast du unseren Zwerg Hase auch wirklich nicht angefasst? Doch, schon. Aber es blieb alles über der Gürtellinie. Über ihrer oder deiner? Der von uns beiden. Und das war nicht leicht. Ich habe noch nicht nachgesehen, aber meine Eier müssen aussehen wie zwei Drittel der Blue Man Group. Börte, verstecken Sie den Staubsauger! Wie oft soll ich es noch sagen? Damit sauge ich nur Flusen von meinen Hosen. Hm.
Und warum nennst du ihn dann Brenda? Und wenn die Stimmung steigt und sie bereit ist, werden auch Sie bereit sein. Heute Mittag, heute Nacht, morgen früh. Und ich bin's jetzt. Wofür ist er bereit? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, er ist bereit, sein Leben noch ein bisschen mehr zu vermasseln. Ist das überhaupt möglich? Wir werden sehen. Ich hab Hunger. Dann isst doch was. Hier ist nichts, was ich gut finde. Willkommen in meiner Welt. Warum essen wir denn hier? Weil ich hier was trinken kann, während du was in dich reinschaufelst. Darf ich überhaupt schon in eine Bar? Bestimmt nicht. Du bist eine hässliche Lesbe, wenn jemand fragt. Wieso denn unbedingt hässlich? Setz dich auf deinen Hintern. Was ist das denn für ein Geruch? Schales Bier, Pisse, Kotze. Hast du Hunger? Hey, Charlie. Hi, Janine. Das ist mein Neffe Jake. Hey, Jake. Wie alt bist du denn, Schatz? Finger weg von ihm, Janine. Er ist verheiratet. Ich dachte, ich wäre eine Lesbe. Bring uns doch ein paar Hamburger, einen Eimer Pommes, er trinkt eine Cola und ich ein Helles. Das ist aber kein gesundes Essen für einen Jungen, der noch wächst. Nur keine Sorge, der verdaut alles. Neulich hat er eine Handvoll Verpackungschips gegessen. Du hast mit mir um $10 gewettet. Ach, Charlie, sowas tut man doch nicht. Ja, sowas tut man doch nicht. Weißt du was, Jake? In 10 Minuten habe ich Feierabend. Überred doch deinen Onkel, dich zu mir zu fahren. Dann koche ich dir was Gutes, Gesundes, hm? Danke, aber ich bin schon gesund. Ich nehme einen Hamburger. Nein, du nimmst keinen. Wir kommen zu dir. Habe ich gar nichts zu sagen? Sei froh, dass du was zu essen kriegst. Danke, Janine. Gern geschehen. Bist du denn verrückt geworden, sowas auszuschlagen? Verzeihung, aber ich habe keine Ahnung, wie gut die Frau kocht. Oh, oh Gott. Wir wissen nur, dass sie Vegetarierin ist. Dr. Harper, was wollen Sie denn hier? Na, warten Sie mal. Zwingen Sie mich nicht dazu? Doch, ich zwinge Sie dazu. Erraten. Melissa, Schatz, wer ist denn da? Mom, das ist mein Boss, Dr. Harper. Dr. Harper, das ist meine Mutter. Hallo. Ja, guten Tag. So viel ich gehört habe, gab es sexuelle Übergriffe am Arbeitsplatz. Ja, was das angeht, wollte ich Ihnen versichern, dass ich größten Respekt für Ihre Tochter empfinde und dass ich niemals etwas tun würde. Ich wollte dich doch nur verarschen, Alter. Ist doch nicht so schlimm, wenn man den Boss umlegt. Genauso bin ich zu meiner kleinen Prinzessin gekommen und zu einer halben Marihuana-Plantage. Na, komm schon rein. Ich sehe mir gerade Hellboy an. Okay, danke. Rauchst du Dope? So gut habe ich noch nie gegessen. Das freut mich ja, Jake. Du bist eine klasse Köchin. Und du bist so ein süßer Bengel. Oh, ich würde dich am liebsten auffressen. Willst du noch ein Malzbier? Gern. Kommt sofort. Hör zu, Partner, du solltest dich allmählich verdrücken. Ich werde den Taxi rufen. Verdrück dich doch selber, mir geht's gut hier. Ach, inwiefern denn? Bist du blind? Der erste Treffer auf meinen Kopf, der zweite auf mein Ohr? Jetzt hör mal, du Klotzkopf, die Frau ist mindestens 10 Jahre älter als du. Na und? Du bist mindestens 15 älter als sie. Mach Platz, Großvater. Okay. Der Spaß ist vorbei. Du wartest im Auto. Wart doch selber im Auto. Nein, du wartest. Nein, du. Jake, willst du Eis in deinem Malzbier haben? Schmeckt dir doch sicher gut. Danke, das wäre echt cool. Ja. Als würde sie meine Gedanken lesen. Du setzt dich jetzt ins Auto. Von mir aus? Dann sag ich jetzt Janine, ich soll allein im Auto warten, weil du mit ihr schlafen willst.
Setz dich, du kleines Frettchen. Und das Foto hier wurde während meiner letzten Presswehen gemacht. Das ist meine Vagina. Und das ist Melissas winziges Köpfchen, das aus mir rausguckt wie ein Murmeltier. Hätte sie sich im Ultraschall gesehen, wäre sie bestimmt noch 6 Wochen länger drin geblieben. Wie witzig. Von all meinen Kindern war sie die einfachste. Ist aus mir rausgepoppt wie ein Ping-Pong-Ball. Wenn man sich das vorstellt. Ja. Oh, und es war eine natürliche Geburt ohne Medikamente, nur ein paar Piotepilze. Und dann habe ich auf ein Seil gebissen. Mom, könntest du mich mit Dr. Harper ein wenig allein lassen? Tut mir leid, Schatz. Ihr Kinder müsst ja so geil sein wie eine Horde bekiffter Affen. Vergnügt euch. Ach, und das Kamasutra steht da im Regal, falls ihr bis an eure Grenzen gehen wollt. Ich muss mich bei Ihnen entschuldigen. Mama hat von Woodstock nie mehr nach Hause gefunden. Nicht doch, sie ist entzückend. Aber das werde ich jetzt lieber zumachen. Kümmert euch nicht um mich. Ich drehe mir jetzt nur im Garten eine fette Tüte und klinge mich in der Hängematte aus. Ah, das war super. Freut mich sehr, Jake. Und das Beste dabei ist, dass die Rülpser gut schmecken. Hör mal, Janine, vielen Dank für alles. Aber ich möchte den Kleinen jetzt gern nach Hause fahren und dann zurückkommen. Er muss schon lange im Bett liegen. Was schwallst du denn da? Ich muss doch noch nicht im Bett liegen, Mann. Wollen wir wetten? Er schläft wieder im Auto ein und ich muss ihn reinschleppen. Wollen wir wetten? Er muss nachher wieder ein Abführmittel schlucken, weil er zu alt ist, um normal zu können. Also gut, jetzt reicht's. Nicht ins Gesicht, nicht wieder ins Gesicht. Was? Hör auf mit dem Quatsch, er macht Witze. Jake, sag ihr sofort, dass ich dich noch nie gehauen hab. Ja, von mir aus, aber verbal missbraucht er mich oft. Das ist nicht witzig, Jake. Der Alkohol macht ihn zum Tier. Okay, ich mach das zwar nicht gerne, aber ich rufe jetzt deinen Vater an, der soll dich übernehmen. Ich räume inzwischen die Küche auf. Du weißt nicht, mit wem du dich anlegst. Was, du nicht? Ich find sie umwerfend. Au, au! Du weißt nicht, mit wem du dich anlegst. Oh, tut mir leid, warte kurz. Charlie, es ist jetzt sehr unpassend. Also gut, gib ihn her. Dad, ich finde gerade mein Glück bei einer Älteren. Ich kann nicht sprechen. Was? Wo bist du? Jake? Jake! Ellen? Hättest du was dagegen, wenn wir einen kleinen Mutter-Tochter-Dreier machen? Und, bist du zufrieden? Und, bist du zufrieden? Das hast du mir verpatzt. Darf ich erfahren, was los war? Das willst du gar nicht wissen. Wo willst du hin? Ich bin 14 und hatte gerade einen Busen am Ohr. Was glaubst du, wo ich hin will? Ein Busen am Ohr? Das willst du gar nicht wissen. Wie lief's mit Melissa? Das willst du nicht wissen. Ach, komm schon. Gut, ich hab ihre Mom getroffen und ein Foto ihrer Vagina gesehen und zog es vor zu gehen, bevor sie mich in das Original eingeführt hat. Du hast recht. Ich wollte es nicht wissen. Wo willst du hin? Ich bin 40 Jahre und hab vor kurzem... Ach, was soll's, ich spiel ein bisschen an mir rum. Hey, das wollte ich nicht wissen. Eigentlich keine schlechte Idee.